Unbemerkt, aber wer war denn die eine Person? Die Botschaft. Mission abgeschlossen, 97%. Mission abgeschlossen, nur mit Aiden. Kontrollraum, Wache alarmiert. Aha. Mission abgeschlossen ohne Scheich. Aha. Interessant, dass man das auch sieht. Hey, die Party! Die Party, 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 Party! Da bin ich ja mal gespannt. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Wie er grinst, ne? Ich will nicht. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Wie er grinst. Naja. Dann schauen wir mal. Wir sind eingeladen zu einer Geburtstagsparty. Wollen wir mal schauen. Kann ich hier rum? Ne, ich will da nicht. Ich hau einfach ab. So, ciao. Okay, sie überlegt sich dann doch anders. So. Da gucken wir doch mal. 309. Hey, Jodie, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht so schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmere dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Sehr freundlich. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey, Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Okay. Ich soll mich um die Musik kümmern. Wo ist denn hier die Musikanlage? Ah, hier. Es wird dunkel. Machen wir mal Pop. Yeah. Oder Disco. Disco ist cool. Yeah. Was für ein Gedudel ist das denn? Ja, Entschuldigung. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Was kommt jetzt? Aha, toll. So, was kann ich hier noch machen? Boah, ist das... Das ist ja eine Mega-Party, muss ich mal sagen. 4 Leute. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Kann ich hier irgendwie was machen? Ich schau mich mal. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Mhm. Jodie, du auch eins? Nee. Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach 3 oder 4 Bier. Da sieht die Welt völlig anders aus. Oh ja, vor allem der Tag danach auch. Kann ich mich auch setzen? Kann ich? Ich setz mich mal so lange. Im Fernsehen läuft Football, auch geil. Das
Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja, ich bin sehr kontaktfreudig. Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe, also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? New York. Mann, ich liebe New York. Ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ja, Geister beschwören. Ich surfe, so oft ich kann. Entschuldigung. Ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Es gibt keine Taler im Chat für die Info an den Livestream. Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ja, er muss nicht alles wissen. Ich bin ganz ehrlich, er muss nicht alles wissen. Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Huh. Nein, ist okay. 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 Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Ja, er ist so ganz nett. Machen Sie mal. Gern. Ich muss hundertprozentig Quicktime. Ich wette damit. Hey, ich hasse Quicktime seit Heavy Rain. Hurra, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, Controller drehen kann ich ja noch. Ich bin ein alter Mann. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Ja, das ist sie. Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Du hast was wirklich Besonderes an dir. Das kannst du wohl laut sagen. Hallo? Genau, die bleiben oben. Nein. Danke für den Tanz, Matt, aber nein. Ich werde wohl passen. Nein. Hallo? Ist der bescheuert? Gerade ist kennengelernt, direkt küssen oder was? Leute! Warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Was? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Woher wissen die? Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Woher wissen die das? Nein. Ich kann nichts Besonderes. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Nein. Ich zeig denen gar nichts. Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Ja. Unser Geschenk. Was ist das? Ein altes Buch.
Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Die sind so intelligent. Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh. Wer wollte mich denn küssen? Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen! Was? Schnappt sie euch! Alter, was? Was? Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bringt uns eine mächtige Magie! Oh. Bitte! Bitte! Lasst mich raus! Es war so schön, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch! Bitte lasst mich raus! Ist nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte, lasst mich raus! Ich bitte euch, bitte lasst mich raus! Ach komm, ey. Das kann doch nicht denen ernst sein. Alter, die haben so viel Grips, ne? Alter, wie ein kleiner Spatz an der Kniescheibe. Das sind solche Idioten, ne? Ich würde sagen, wir räumen die Party mal auf, oder? Weil sowas geht gar nicht. Sowas ist asozial. Nehmt euch mal kein Beispiel an dieses junge Pack, nenne ich das mal. Hol mich hier raus. Bitte. Sowas tut man einfach nicht. Ja. Erstmal hole ich sie da raus. Warte mal. Huch. Nein, wie war das nochmal? Kann ich die Party noch aufräumen? Wir haben normalerweise eine Lektion verdient. Los, Aiden. Ja, die haben eine Lektion verdient. Definitiv. Hallo, Freunde! Na, Freunde der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports? Wie wär's? Mit ein Stück Kuchen? Huch, nein, Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Na, wie wär's mit ein Stück Kuchen? Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Was kann man denn noch machen? Schauen wir doch mal. Oh. Der Tisch. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Ja? Lass mich hier nicht alleine. Nein. Okay, wartet auf mich. Nein. Die Tür, sie ist versperrt. Nein. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Nein. Ganz ruhig. Ihr kommt nicht weg. Ihr kommt nicht weg. Ihr wart böse zu mir. Ihr wart sehr böse zu mir. Ja. Ihr wart so böse zu mir. Ihr habt Rache verdient. Ihr habt Rache verdient. Richtige Rache habt ihr verdient. Und es wird Zeit für euch. So. So, hör auf zu telefonieren. Ja. Ich bleib nicht hier. Ich spiel mit euch. Juppi. Na? So. Wie du mir, so ich dir, oder? Heißt es doch so schön, oder? Es reicht ein.
Nein, es reicht noch lange nicht. Ich sag, es reicht. Nein, es reicht noch lange nicht. Nein. Es reicht erst dann, wenn ich es sage. Ich bleib nicht hier. Ups. Du gehst zu weit. Nein. Du musst aufhören. Hui. Oh, das ist mal eine Party. Alter Schwede. Das ist mal eine richtige Party. Das ist mal eine Party. Die brennt vor Freude. Aber so assi bin ich nicht. Ich habe ihm wenigstens noch eine Chance gegeben. Geht es dir gut, mein Gott? Was ist passiert? Sie war's! Es ist ihre Schuld! Sie hat alles angepackt! Sie ist der Teufel! Der Teufel! Komm mit, Johnny. Gehen wir nach Hause. Yeah. Hot, sag ich nur. Hot. Sie haben es verdient. Aber nicht zu sterben. Noch nicht. Aber sie haben es definitiv gewählt. So, was? Nicht betrunken? 67 gewählt, so wie ich. Ein unentdeckter Weg gibt sogar. Ach, guck mal einer an. Kräfte verheimlich 65%. Okay, okay. Haus in Brand gesteckt 46%. Fast die Hälfte haben das Haus angesteckt. Teenager angegriffen, 75. Ja, weil sie es einfach verdient haben. Sie haben es einfach verdient, so kacke zu sein.